Приветствую вас, дорогая церковь. Ich grüße euch, liebe Gemeinde. Я хотел бы с вами сказать слава Богу. Ich möchte mit euch zusammen sagen, preist den Herrn. За милость его великую. Für seine Barmherzigkeit, seine unendliche. За то, что она не кончается. Dafür, dass sie niemals endet. Мы знаем, что не спит и не дремлет. Wir wissen, dass nicht träumt und auch nicht schläft. Не устает и не утомляется хранитель Израиля. Und wird auch nicht müde und wird betrübt, der Bewahrer von Israel. Слава Богу за такое прекрасное утро. Ich danke Gott für diesen wunderbaren Morgen. И когда сегодня с утра проснулся и выглянул в мое окно, und als ich heute Morgen aufgewacht bin und habe zum Fenster rausgeschaut, не знаю, как у кого, ich weiß nicht, wie es bei wem ist, но для меня Рождество стало еще гораздо ближе. Aber für mich wurde Weihnachten noch näher. И мы все прекрасно знаем, что дети очень радуются этому снегу. Und wir wissen auch genau, dass die Kinder sich freuen über diesen Schnee. Правда, дети? Ist das wahr, Kinder? Слава Богу. Preis sei Gott. Сегодня я хотел бы рассказать heute möchte ich erzählen о моих личных переживаниях и über meine persönlichen Erlebnisse. И как мне всегда нравилось, как точно Иисус und es hat mir gefallen, wie ganz genau Jesus мог привести примеры. Er konnte Beispiele darbringen. Как искусно он мог ответить книжникам и фарисеям. Wie künstlerisch antwortet konnte den Gesetzeslehrern und Pharisäern. Что иссякали все вопросы. Dass alle Fragen dann einfach verschwunden waren. И все становилось на свои места. Und alles wurde auf seinen Platz gerückt. Знаете, этот пример. Und dieses Beispiel. Когда Иисус отвечал. Als Jesus geantwortet hat. Что отдайте Божье Богу. Dass Gottes gibt auch Gott. А кесарю кесарева. Und was des Kaisers ist dem Kaiser. Знаете, написано. Und es steht geschrieben, что все дивились. Dass alle ausgeteilt haben. Знаете, братья и сестры, я читал и я дивился. Ich, also es wurde steht geschrieben, dass alle sich verwundert haben. Ich habe gelesen und mich auch verwundert. Мне нравились эти яркие примеры от Иисуса. Mir gefielen diese genauen Beispiele von Jesus. Я выбрал один из них. Und ich habe einen von ihnen ausgewählt. Я хотел бы с вами зачитать это 18 глава Матвея. Und ich wollte dann zusammen mit euch lesen, das ist 18. Kapitel von Matthäus. 2-4 стих. 2-4 Vers. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte. И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Und sprach: wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Бог наделил детей удивительными способностями, духовными способностями. Gott hat Kindern eine Eigenschaft, eine geistliche geschenkt. И заметил я это, наблюдая за собою, за другими. Und ich habe das bemerkt, wo ich mich selber beobachte und andere. Когда я был еще совсем маленьким. Als ich noch ganz klein war. Мне надо было приложить невероятно много усилий, чтобы пройти один километр. Ich musste sehr viel Kraft einlegen, um einen Kilometer durchzulaufen. Физических усилий, чтобы подняться на ступеньки или пробежать быстро. Oder meine physischen Kräfte, um zum ersten Stock aufzusteigen oder irgendwie schnell zu rennen. Но мне абсолютно ничего не стоило кого-нибудь простить. Aber es hat mir überhaupt nichts gekostet, jemanden zu vergeben. Во что-нибудь поверить. Oder an etwas zu glauben. С кем-нибудь примириться. Oder mit jemandem Frieden zu schließen. И вот, когда я уже вырос. Aber als ich schon groß geworden когда bin. Когда я стал крепким. Da wurde ich schon etwas fester und психически kräftiger. И морально устойчивым. Und schon standhaft, physisch und auch moralisch. И чтобы пройти один километр, мне не составляло никаких усилий. Um einen Kilometer durchzulaufen, brauchte ich schon keine Kraft. Ну, чтобы кого-нибудь простить. Aber um jemandem zu vergeben. Чтобы с кем-нибудь примириться. Oder mit jemandem Frieden zu schließen. Иногда мне казалось, это даже невозможно. Für mich schien das manchmal sogar unmöglich. И хотел бы подчеркнуть, что именно эти духовные дары, und ich möchte unterstreichen, dass diese geistlichen Gaben, которые подарил нам Господь с самого рождения, die der Herr uns geschenkt hat von Geburt an, чтобы мы ими дорожили, dass wir sie schätzen, и не растеряли, und dass wir sie nicht verlieren. Сейчас я хотел бы обратиться, und jetzt möchte ich mich wenden, а это к нашим детишкам, und das ist an unsere Kinder. Бог подарил им искренность. Gott gab ihnen Wahrhaftigkeit. Я хотел бы задать им пару вопросов. Und ich möchte ihnen ein paar Fragen stellen. Hallo Kinder. Kinder. Вы меня видите? Seht ihr mich? А вы меня слышите? Hört ihr mich? Да, поднимите ручку. Hebt mal die Hand. А, значит, ого, сколько много вас. So viele seid ihr schon. Итак, у меня вопрос. Eine Frage an euch. А кому-нибудь нравится снег? Wem gefällt von euch der Schnee? Ага, окей. А Coca-Cola кому-нибудь нравится? Und Cola gefällt euch auch? Ага, Coca-Cola. А кто-нибудь любит гуммибершин? Und jemand liebt von euch Gummibärchen? А свою бабушку или дедушку? Oder seine Oma und Opa? Вы смотрите, сколько рук, я думаю, дети, они не врут. Und ihr seht, wie viele Hände, und ich denke, Kinder lügen nicht. У меня еще один вопрос. Ich habe noch eine Frage. Я хотел бы спросить детей, вы узнаете на картинке, кто это?
Und ich möchte die Kinder fragen, erkennt ihr auf dem Bild, wer das ist? Правильно, да. Я думаю, все das дети ist richtig. Знают эту историю. Ich denke, alle Kinder kennen diese Geschichte. Итак, und so, я вас благодарю, дети, ich danke euch, Kinder, за ваше участие, für eure Teilhabe. А вы знаете, почему Давид оказался на том месте? Wisst ihr aber, warum David sich an dieser Stelle eingefunden hat? Я думаю, потому что он послушался своих родителей. Ich denke, weil gehorsam war seinen Eltern. Когда они сказали, чтобы он отнес покушать своим братьям. Als sein Vater ihm sagte, er soll seinen Brüdern das Essen bringen. Так что, дорогие дети, deshalb, liebe Kinder, если вы хотите быть крепкими, deshalb, wenn ihr stark sein wollt, успешными, und erfolgreich, как Давид, so wie David, то вам в первую очередь надо слушаться своих родителей. So als allererstes müsst ihr gehorsam sein euren Eltern. Дорогие взрослые, meine lieben Erwachsenen, когда читал я сам эту историю, als ich diese Geschichte selber gelesen habe, и невооруженным глазом я заметил, und ich habe bemerkt, мне не надо было много опыта, ich habe nicht viel Erfahrung dafür gebraucht, увидеть, что Давид уже не первый раз сталкивался с такими проблемами, um zu sehen, dass David nicht das erste Mal mit solchen Problemen konfrontiert wurde, что Давид уже не первый раз доверял Господу, dass David nicht das erste Mal dem Herrn anvertraut hat, то, что он уже не в первый раз держал в руках прощу, dass nicht das erste Mal eine Schleuder in den Händen hielt, и знаете, und wisst ihr, когда пришло в его жизнь, als in sein Leben kam, самое главное, das Allerwichtigste, и самое главное, и тяжелое испытание, und sein wichtiges und schwerste Prüfung, мне показалось, что он прошел ее с невероятностью и легкостью, und kam mir so vor, als würde sie mit einer unglaublichen Leichtigkeit durchgehen. И когда я читал, для меня эта история закончилась очень неожиданно, если честно. Und als ich das gelesen habe, für mich war diese Geschichte irgendwie unerwartet zu Ende gegangen. Очень быстро. Und sehr schnell. И через это я увидел, und dadurch habe ich gesehen, что Давид был готов к этому. Dass David bereit dazu war. Самое интересное, das Allerinteressanteste, в этой истории, in dieser Geschichte, когда пришел пророк, als der Prophet gekommen ist, в дом Давида, in das Haus von David, я думаю, там собрались все гости, уважаемые соседи, da wurden wahrscheinlich alle Gäste versammelt und auch die Nachbarn, die geehrt wurden, собралась вся семья, die ganze Familie hat sich versammelt, ведь пришел пророк, denn der Prophet ist ja gekommen, и когда он помазал Давида, und als David gesalbt hat, я даже не сомневаюсь, что отец закатил какой-то праздник, und ich würde wahrscheinlich nicht zweifeln, wenn der Vater sogar ein Fest veranstaltet hat, что он хотел, dass wollte, порадоваться, sich freuen, со всеми, mit allen, но что самое интересное, aber was das Interessanteste ist, что на следующий день, dass am nächsten Tag, Давид не сидел на престоле, saß nicht auf dem Thron, и вокруг него никто не прислуживал ему, und niemand hat ihn herum gedient, я думаю, что Давид на следующий день был на своем поле, ich denke, dass David am nächsten Tag wieder auf seinem Feld и war, пас дальше овечек, und hat weiterhin die Lämmlein gehütet. Я не знаю, und ich weiß nicht, как думал Давид, wie David dachte, но я могу представить себе, aber ich kann es mir vorstellen, что я бы себе думал, was ich denn gedacht hätte. Я бы спросил себя, Боже, ich hätte mich selbst gefragt, Herr, но ведь меня помазали в царя, ich wurde ja zum König gesalbt, а я сижу на поле, und ich sitze hier auf dem Feld. Ведь ты сказал, что ты будешь охранять, du hast gesagt, dass du mich bewahren wirst, а приходит лев, und es kommt aber ein Löwe, приходит медведь, und es kommt ein Bär, и крадет мою овечку, und klaut meine Lämmlein. И мне придется отвечать перед отцом. Ich muss mich dann verantworten vor dem Vater. Я не знаю, говорил это Давид или думал. Ich weiß nicht, ob David das gesagt hat oder gedacht hat. Я не знаю, догадывался ли Давид, что Бог его готовит к чему-то большему. Ich weiß nicht, ob David auch darüber nachdachte, dass Gott ihn bereitet für etwas Größeres. Через эти проблемы и трудности. Durch diese Probleme und Schwierigkeiten. Что он будет благословением. Dass ein Segen sein wird. Не только для себя и для своего дома. Nicht nur für sich selbst und sein Haus. А для всей страны. Sondern für das ganze Land. Может быть, для тех людей, которые будут читать эту историю через тысячи. Oder für die Menschen, die diese Geschichte lesen werden nach 1000 Jahren. И на протяжении тысячи лет нас соберется уже миллиарды. Und nach Tausenden von Jahren werden es schon Milliarden sein. Я хотел бы привести этот пример из личной жизни. Und ich möchte ein Beispiel darbringen aus persönlichem Leben. И когда я еще был в армии, als ich noch bei der Bundeswehr war, нашу роту поделили на несколько групп. Und unser Zug wurde geteilt auf einige Gruppen. И у каждой группы был инструктор. Und bei jeder Gruppe gab es einen Leiter. И в первой группе, und in der ersten Gruppe, попался очень крепкий, wurde es kam ein sehr starker, физически крепкий офицер, sehr physisch starker Offizier. И он сильно гонял этих ребят. Und hat die Jungs sehr gescheucht.
И когда мы прибегали после 12 километров марша, und als wir zurückkamen nach einem 12-Kilometer Marsch, когда я сбрасывал с себя экипировку, ich habe von mir meine ganzen Sachen abgeworfen, выжимал мои мокрые вещи, und ich habe ausgeringt meine nassen Sachen, утолял мою жажду, und habe meinen Durst gestillt, наконец я мог присесть и отдохнуть, ich konnte mich endlich hinsetzen und Ruhe finden. Вы знаете, эти ребята, und die Jungs, они вставали в шеренгу, sie standen in Reihe, принимали упор лежа, и начинали отжиматься. Sie haben dann Liegestütze gemacht. Вставая дальше, они их гнали на турник. Und man, sie wurden wieder oben und dann wurden sie auf den Barren geschickt. И заставили их дальше подтягиваться. Und dann mussten sie dort weiterhin Klimmzüge machen. И мне казалось, und mir schien es, ну вот это они попадают, извините, что так резко выражаюсь. Sie hat's erwischt, Verzeihung, dass ich das so sage. Что им приходится так тяжело. Dass ihnen das so schwer fällt. Ну не прошло их трех месяцев. Aber es sind keine drei Monate vergangen. И между нами образовался невероятный und разрез. Zwischen uns gab es dann einen Unterschied. Эти братья стали крепче. Diese Brüder wurden stärker. Они стали быстрее, сильнее. Sie wurden schneller und kräftiger. И что самое интересное? Und was noch interessant ist? Чтобы догнать их физически. Um sie physisch einzuholen. Мне бы не хватило просто предложить столько же усилий. Mir würde hätte es nicht gereicht, einfach so viel Kraft einzulegen wie уже, наверное, не в два, не в три раза больше. Sondern nicht nur zwei oder dreimal mehr. Знаете, они были готовы. Sie waren bereit. В те моменты, когда мне было уже трудно. Und in den Momenten, wo es mir noch schwer fiel. И когда я уже не мог опускал руки. Wo ich nicht mehr konnte und meine Arme hängen ließ. Они шли дальше. Sie gingen weiter. И для них эти трудности не создавали никаких препятствий. Und diese Schwierigkeiten waren für sie überhaupt keine Hindernisse mehr. Я хочу сегодня. Und ich möchte heute. Не в обличение. Nicht zur Ermahnung. Не в наставление. Sondern und nicht zur Zurechtweisung. А скорее всего в назидание. Sondern eher zur Erbauung. Что может быть у кого-то сейчас проблемы? Dass jemand vielleicht jetzt Probleme hat. Пускай будут они на работе или духовные. Vielleicht sind das auf der Arbeit oder geistlich. Ведь мы знаем, что любящим Господа все содействует во благо. Denn wir wissen, dass diejenigen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. И как я спрашивал детишек в самом начале. Und so wie ich die Kinder am Anfang gefragt habe. Представьте себе. Stellt euch vor. Если бы мы их попросили их. Wenn wir sie jetzt bitten würden. Написать на листочке, auf ein Blatt zu schreiben, что такое для вас любовь ваших родителей. Was ist für euch die Liebe eurer Eltern? И вы видели, сколько рук. Und ihr hättet gesehen, wie viele Hände. Когда я думаю, что на этом листочке стояло бы Coca-Cola, Gummibärchen. Ich denke mal, auf diesem Blatt würde stehen Coca-Cola oder Gummibärchen. Посещение к бабушке. Oder die Oma besuchen. Сладкая вата. Oder die Zuckerwatte. Подарки на Рождество. Oder die Geschenke zu Weihnachten. А представьте себе. Jetzt stellt euch vor. Если бы мы попросили родителей написать. Die Eltern jetzt bitten würden zu schreiben. Такую же листы. Genau so ein List. Что бы там стояло? Was würde dort stehen? Не стояло ли там бы наказание? Würde da nicht stehen Bestrafung? Домашние уроки? Hausaufgaben? Может быть, посещение школы или работы? Oder die Arbeit besuchen, die Schule? Я думаю, на том списке детей. Ich denke mal auf der Liste der Kinder. Мы никогда бы не увидели бы этих вещей. Würden wir diese Sachen niemals sehen. Представьте себе. Stellt euch vor. А если мы спросим Господа? Wenn wir den Herrn fragen. Что бы он написал на нашу список? Würde er denn in unsere Liste eintragen? Смогли бы мы все понять? Würden wir denn alles verstehen? Я пытаюсь это объяснить. Ich versuche das zu erklären. Что наши трудности? Dass unsere Schwierigkeiten. Они только временные. Sie sind nur zeitlich. И они сделают нас крепче и сильнее. Und sie werden uns stärker machen. Где мы сможем послужить благословением? Dort, wo wir dann ein Segen sein können. Самим себе. Uns selber. Нашим домам. Unseren Häusern. Нашим окружающим. Und alle, die uns umgeben. Потому что как родители все мы прекрасно понимаем. Denn wir Eltern verstehen wir das. Что для наших детей? Dass für unsere Kinder. Гораздо важнее что воспитание. Das ist viel wichtiger ist die Erziehung oder die Bildung und Disziplin. Und das ist noch lange nicht die angenehmen Sachen. Разве не хочет этого же для нас Бог? Und möchte das auch nicht für uns Gott? Может быть, когда-то vielleicht war es mal so, мы в нашей жизни, dass wir in unserem Leben можем посмотреть на наши проблемы, wir schauen dann auf unsere Probleme, так, как говорит одна старая еврейская пословица. So wie ein hebräisches Sprichwort sagt,
что если нашу проблему можно решить за деньги, wenn man unser Problem mit Geld lösen kann, что это не проблема, это только расходы, dann ist das kein Problem, das ist einfach nur eine Ausgabe. Вы понимаете, что надо было пройти этому человеку, versteht ihr, was dieser Mensch durchlaufen muss, чтобы понять это, um das zu verstehen, что разбитая машина это не проблема, это стоит только денег, dass ein kaputtes Auto ist kein Problem, das kostet nur Geld, что разбитое здоровье, aber die kaputte Gesundheit, это не какие-то расходы, это настоящие проблемы, sondern das ist keine Ausgabe, das ist ein wahres Problem. Продолжая мою мысль, und ich führe meinen Gedanken fort, чтобы мы оставались крепкими, dass wir stark bleiben, чтобы мы шли за Господом, dass wir hinter dem Herrn gehen. Однажды я услышал такой хороший пример. Einst habe ich so ein Beispiel gehört. И когда я наблюдал это в нашей церкви, und als ich das beobachtet habe in unserer Gemeinde, он сопался в один в один. Dann hat es eins zu eins gepasst. Значит, все мы знаем тот момент, когда наши братья и сестры поют. Wir kennen immer diese Momente, wo unsere Brüder und Schwestern singen. И мы видим маленькую девочку или маленького мальчика. Und wir sehen einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen. Самого далека, проходящего потихоньку вперед. Von ganz weit, es geht ganz leise, langsam nach vorne. Он оглядывается и сомневается. Und er schaut sich und zweifelt. Он не знает, что делать. Er weiß nicht, was machen soll. И подходя к сцене, он еще раз оглядывается. Und wenn zu der Bühne kommt, schaut sich nochmal Он набирается сил. Nimmt nochmal Kraft. Делает этот рывок и пробегает просто к маме на сцену. Macht diesen Ruck und rennt zu der Mutter auf die Bühne. Обнимает ее за ногу. Und umarmt sie am Bein. И думаю, там он себя чувствует уверенно. Und dort fühlt sich dann auch überzeugt. Этот ребенок, und dieses Kind, он был движим искренней любовью к своей матери. Wurde bewegt durch die wahrhaftige Liebe zu seiner Mutter. Знаете, ему в тот момент было неважно. In dem Moment war es ihm nicht wichtig. Что подумают из зала? Was der Saal denken wird? Что про него скажут? Was wird über ihn gesagt? Может быть, он только что убежал от своего папы, который должен смотреть за ним. Vielleicht ist gerade vor seinem Papa geflüchtet, der auf ihn aufpassen musste. И папа его наругает. Und der Papa wird ihn schimpfen. Может быть, его наругает мама за то, что он ее не послушался. Oder seine Mama wird ihn schimpfen, dass sie nicht hört. Но его любовь, она была гораздо больше. Aber seine Liebe war um einiges mehr. Он был готов это принять на себя. War bereit, das auf sich zu nehmen. И только для того, чтобы оказаться на какой-то момент у ног своей матери. Nur für einen Moment bei den Füßen seiner Mutter zu sein. Разве не должны и мы вести себя так? Sollten wir uns nicht genauso aufführen? По отношению к нашему Господу. In Bezug auf unseren Herrn. Не роптать на наши проблемы. Ohne auf die Probleme zu murren. А довериться ему. Sondern ihm zu vertrauen. Ведь он не спит и не дремлет. Denn schläft nicht. Он охраняет нас. Sondern bewahrt uns. Еще один небольшой пример. Und noch ein kleines Beispiel. У нас на кухне есть хороший брат. Und wir haben in der Küche einen guten Bruder. И я приводил уже этот пример. Ich habe dieses Beispiel bereits gebracht. Его детишки очень любят. Und die Kinder lieben ihn sehr. И когда он что-то делает, und wenn etwas macht, они собираются вокруг него кучкой небольшой. Sie versammeln sich ihn mit den kleinen Haufen. И бегают за ним. Und rennen ihm hinterher. По пятам прямо. Wie schon auf den Fersen. Он пошел туда, и они паровозиком бегут за ним. Geht dorthin und sie wie ein kleiner Zug hinter ihm her. Выглядело всегда для меня так удивительно. Und das hat für mich immer verwunderlich ausgesehen. И вот он один раз пошел в уборную комнату. Und ist einmal dann in die Putzkammer reingegangen. И закрыл за собой двери. Und hat hinter sich die Tür geschlossen. И эти детишки ждали его перед дверью, они не зашли. Und diese Kinder, sie warteten vor der Tür auf ihn. Но когда он вышел, aber als rauskam, меня поразила их реакция. Dann hat mich verwundert ihre Reaktion. Как будто они его не видели целый год. Als ob sie ihn ein ganzes Jahr lang nicht gesehen haben. Его не было только пару секунд. Obwohl nur ein paar Sekunden weg war. Они вокруг него прыгали, бегали и радовались. Sie haben ihn herum gesprungen, gelaufen, haben sich gefreut. Они не стали его спрашивать, где ты был и почему мы тебя не видели. Sie haben nicht gefragt, wo warst du oder warum haben wir dich nicht gesehen. Они были рады встретиться. Sie waren froh, ihn zu treffen. И наблюдая все это со стороны. Und wenn ich das von der Seite betrachte. Один хороший брат сказал. Ein guter Bruder sagte mal. Я ему говорю. Ich sage zu ihm. Что посмотри, как интересно, как детишки бегают за ним по пятам. Schau mal, wie interessant, wie die Kinder ihm auf den Fersen folgen. Он мне сказал такие слова. Und sagte mir solche Worte. Вот и нам бы так за Христом. Wir hätten so eigentlich hinter Christus rennen. Вот и нам бы так идти за ним и не сомневаться. Wir hinter ihm so laufen und nicht zweifeln. И в те моменты, когда мы его не чувствуем и не видим. Und in den Momenten, wo wir ihn nicht sehen und nicht spüren. При нашей встрече, чтобы не появились у нас какие-то претензии. Dass wir, wenn wir uns treffen, nicht irgendwelche Ansprüche stellen. А чтобы мы начали также радоваться этой искренне, как и тогда радовались эти дети. Sondern dass wir uns genauso wahrhaftig freuen, wie damals sich diese Kinder gefreut haben. И пока und solange будут подняты наши руки, werden unsere Hände erhoben sein. Его лицо не отвернется от нас. Und sein Gesicht wird sich nicht von uns wenden. Так как Бог, so wie Gott,
дал определенные вещи, доверил что-то в наши руки. Gab uns bestimmte Sachen und vertraute etwas in unsere Hände an. Нам ни в коем случае нельзя их опускать. Dann dürfen wir sie auch nicht hängen lassen. Ведь не спит и не дремлет. Denn er schläft nicht. Не устает и не утомляется. Und er wird auch nicht müde und verzagt. Хранящий Израиля. Derjenige, der Israel bewahrt. И его рука над нами вовеки. Und seine Hand ist über uns auf ewig. Мы должны быть мужественны и крепки. Wir sollten fest sein und tapfer. Так как наши испытания. So wie unsere Prüfungen. Произведут веру. Sie werden an uns Glauben vollbringen. Произведут благословение. Sie werden Segen vollbringen. В наши дома. In unseren Häusern. В нашу церковь. In unserer Gemeinde. И в нашу жизнь. Und in unserem Leben. И если мы дойдем до конца. Und wenn wir bis zum Ende ausharren. Нашу вечную жизнь. Dann auch in unserem ewigen Leben. Не будет этому благословения конца. Und diesem Segen wird es kein Ende geben. Я хотел бы зачитать вместе с вами. Ich möchte lesen mit euch zusammen. Еще один небольшой стих. Einen kleinen Vers. Это 46 глава Исаия, 4 стиха. Jesaja 46. Kapitel ab dem 4. Vers. После этого я хотел бы с вами помолиться. Und danach würde ich gern mit euch beten. Чтобы мы не опускали наши руки, ведь все в них. Dass wir unsere Hände nicht hängen lassen, denn alles ist in ihnen. Чтобы те братья и сестры, которые видят, у кого проблемы. Dass diejenigen, die Brüder und Schwestern, die sehen, bei dem der Probleme hat. Чтобы исполнили они слово Божье. Dass sie das Wort Gottes erfüllen. И как у Моисея. Und so wie bei Mose. Когда уже опускались и уставали его руки. Als seine Hände schon müde waren und sie ersanken. Пришли его братья на помощь. Sind seine Brüder gekommen zu Hilfe. Они его подхватили. Sie haben ihn geschnappt. И пришла победа. Und es kam der Sieg. Я зачитаю 46 глава, 4 стих. 46 Kapitel, 4. И до старости вашей хотел бы заметить сначала, ich что эти слова bemerken, dass diese Worte сказал Бог. Gott gesagt hat. Бог, Он вовеки, Gott сегодня ist и вовеки тот же. Er ist heute und in Ewigkeit derselbe. И до старости вашей я тот же буду. И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und will euch fernhin auch heben, tragen und erretten. Das alles, was wir brauchen, das ist ein bisschen Glauben, um das aufzulösen in unserem Herzen. Das, was wir machen müssen, ist auf unsere Kinder zu schauen. Mit was für einer Wahrhaftigkeit und mit einem Glauben sie das aufnehmen. In ihren Herzen. Wir werden ihnen nachahmen und damit die Schrift erfüllen. Исполнить то, что сказал Иисус Христос. Um das zu erfüllen, was Jesus Christus gesagt hat. Чтобы всем достигнуть этой заветной цели. Damit wir all dieses Ziel erreichen. Мы склоним наши колени. Wir beugen unsere Knie. И помолимся за тех, кому сейчас трудно. Und beten für die, die es schwer haben.